Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Deshalb, wir verbreiten die Predigt. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch einfach den Leuten im Internet sagen, also wir wollen nächstes Jahr noch genauso werben, denn diese Corona-Geschichte wird nächstes Jahr genauso weitergehen bis Mai, Juni und vielleicht noch bis in Herbst hinein. Und wir wollen missionieren und arbeiten. Höhe des Herrn Wort, Land, Land, Höhe des Herrn Wort. Das war die Botschaft, was wir in der großen Nazareth-Kirche hatten, an der großen Glocke, damals ganz groß von Bismarck und von den Leuten dort eingraviert war. Land, Land, höre des Herrn Wort. Und genau das will ich tun und diesem Auftrag gehorsam sein. Einfach das Wort Gottes hinausposaunen. Ihr könnt es unterstützen. Ihr könnt am Schluss von dieser Predigt, da ist bestimmt eine Gelegenheit, wo eine Spende überwiesen werden kann, auch wenn es eine kleine Spende ist. Das macht nichts. Auch die kleinen Spenden helfen uns weiter. Und es kostet Tausende, um diese Anzeigen in unser Volk zu verbreiten, in Schweiz, in Österreich, in Deutschland und drüber hinaus. Und wir tun das. Wir nutzen diese Gelegenheit. Gott hat mir ein Bibelwort gegeben, das war unser Trautext auch gleichzeitig, aber das hat mein Leben bestimmt und ich halte mich an diesem Grundsatz, an diese Bestimmung und da heißt es, wer in Zeiten der Not sät, der wird mit Freuden ernten, wenn die Ernte kommt. Verstehst du? Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und ich möchte die Zeit der Not, die Zeit von Corona nutzen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Denn später werden die Menschen nicht mehr so offen sein. Ich sagte, die Zeit wird sich verändern. Und nach Corona wird vieles anders sein. Glaubt ihr das? Da wird vieles anders sein. Jetzt sterben schon die Leute geistlich. Viele Leute haben den Kontakt zu der Gemeinde, zu der Kirche verloren. Viele Leute sagen auch, guck mal, das geht ja ohne Kirche auch wunderbar. Für was brauche ich eine Kirche? Ich habe meinen Fernsehgottesdienst, ich habe die Internetpredigten. Ach, für was muss ich in die Kirche gehen? Wir brauchen die Gemeinschaft.